Wirklich neue Fluggesellschaften sind hierzulande echt eine Seltenheit. Das habe ich gerade mal vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, als wir dann über die neue deutsche Frachtfluggesellschaft Cargologic Germany gesprochen haben, die jetzt gerade vor ein paar Tagen übrigens nochmal ihren Geschäftsführer durchgetauscht hat, jetzt aber endlich von Leipzig aus mit ihren beiden Flugzeugen, mit den beiden Boeing 737-400 an den Start gegangen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Eine kleine Fluggesellschaft, die hier ganz still und heimlich durch die Gegend fliegt, die gibt es dann aber glücklicherweise doch noch. Und das ist Sundair. Und über diese Airline haben wir schon verdammt lange nicht mehr gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video für zwischendurch. Ich hoffe, es geht euch gut. Sundair war hier auf dem Kanal tatsächlich ziemlich häufig ein Thema in den Kommentaren. Viele von euch haben gefordert, dass ich doch mal über diese Fluggesellschaft sprechen sollte. Denn das ist eine ganz neue Airline, hieß es da. Die hat jetzt gerade ein Flugzeug bekommen. Die wollen jetzt gerade ihren Flugbetrieb aufbauen. Das ist doch voll das interessante Thema. Und das stimmt natürlich auch. Das war tatsächlich oder ist tatsächlich ein interessantes Thema. Aber irgendwie konnte man da nie so richtig viel drüber erzählen. Und jetzt in den letzten Monaten ist das Thema komplett von der Bildfläche verschwunden. Also in den Kommentaren wird gar nicht mehr über diese Airline gesprochen. Und das spiegelt wahrscheinlich auch so ein bisschen das allgemeine Interesse an dieser Fluggesellschaft wider. Obwohl Interesse ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, das ist dann doch ein bisschen hart. Aber das, was diese Fluggesellschaft an Aufmerksamkeit bekommt, das ist über die letzten Monate echt ganz deutlich abgeebbt. Die Aufmerksamkeit war erst riesig, nicht nur weil jetzt eine neue Fluggesellschaft an den Start geht, sondern auch weil endlich mal was am Flughafen Kassel-Calden passiert ist. Aber das ist dann auch schon wieder ein anderes Thema. Und dann gab es einige Stimmen, die gesagt haben, die Fluggesellschaft ist doch viel zu klein, die hält eh nicht lange durch. Aber heute sehen wir, sie hält sehr wohl durch und hat mittlerweile eine nicht zu unterschätzende Größe und damit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung erreicht. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sundair selbst als neue deutsche Fluggesellschaft begegnete uns hier auf diesem Kanal tatsächlich erst im September 2017, also vor ziemlich genau 2 Jahren. Das war nämlich der Zeitpunkt, als die Fluggesellschaft endlich mit ihrem ersten, in Anführungszeichen, eigenen Flugzeug nach zahlreichen Verspätungen vom Flughafen Kassel-Calden aus an den Start gehen konnte. Aber die Geschichte der Sundair begann auch nicht wirklich weit vorher. Gegründet wurde die Airline nämlich erst im Frühjahr 2016 in Stralsund. Daher auch der Name der Fluggesellschaft. Aber das, was von 2016 aus bis zum ersten Flug mit dem eigenen Flugzeug im September 2017 passierte, ist trotzdem nicht ganz uninteressant. Denn in diesem Zeitraum wurde die neue deutsche Fluggesellschaft zu 50% vom Reiseveranstalter Schau ins Land Reisen übernommen. Und da denkt man sich doch jetzt, boah, eine neue kleine Ferienfluggesellschaft zusammen mit einem Reiseveranstalter, die Partnerschaft, die macht auf jeden Fall Sinn. Es ist nämlich ein Reiseveranstalter, der pro Jahr deutlich über 1 Million Menschen in den Urlaub schickt. Das kann man, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, als Fluggesellschaft durchaus gut gebrauchen. Vorausgesetzt, keiner von beiden geht pleite. Ist ja bis jetzt auch nur bei anderen passiert und wir möchten in Zukunft natürlich auch gar nicht davon ausgehen, dass das bei dieser Partnerschaft passieren könnte. Und dann ist das auf jeden Fall alles ziemlich sinnvoll. Denn der Reiseveranstalter, der so viele Leute jährlich in den Urlaub bringt, der ist jetzt natürlich selber daran interessiert, seine Leute erst einmal in die Flugzeuge der eigenen oder zur Hälfte eigenen Fluggesellschaft zu setzen. Und das ist gerade für eine Sundair, die jetzt neu an den Start geht, natürlich extrem wichtig und sehr, sehr wertvoll. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch einen Flughafen, der funktioniert, der passt, der gut ausgestattet ist und an dem man eben keine Konkurrenz fürchten muss, die einem sofort das Flugzeug wieder wegkauft und die Kapazitäten selbst ganz klar für sich gebrauchen kann. Naja, und das ist dann natürlich der Flughafen Kassel-Calden. Ende September 2017, vor ziemlich genau 2 Jahren, ging es dann also mit dem ersten geleasten Airbus A320 von Sundair von Kassel-Calden aus in den Urlaub. Und der Reiseveranstalter sorgte dafür, dass Leute aus der Umgebung, die sich für solche Urlaube, für solche Reisen interessieren, den Weg zu einem Flughafen finden, von dem die meisten wahrscheinlich gar nicht wussten, dass er überhaupt in der Nähe existiert, und dann den Weg finden in ein Flugzeug einer jungen, motivierten, neuen deutschen Fluggesellschaft. Und der Plan ging absolut auf, das hat verdammt gut funktioniert. Erste Maschine ist wie gesagt ein Airbus A320, bietet Platz für fast 180 Menschen, ist knapp 8 Jahre alt mittlerweile und ist geleast von der brasilianischen LATAM. Ohne Witz, über einen langfristigen Leasingvertrag geht das Flugzeug von Brasilien aus an die Sundair nach Deutschland.
Die Lackierung dazu ist eh nicht so aufwendig und dann nach viel hin und her beim Luftfahrtbundesamt konnte mit diesem Flugzeug dann der Grundstein gelegt werden für die zukünftige Flotte der Sundair, bestehend aus Airbus-Flugzeugen. Und Sundair brachte dann kurz danach einen weiteren A320 in die Flotte, gleiches Alter, gleiche Herkunft, quasi die gleiche Maschine noch einmal. Das, was dann passierte, spielte der neuen Sundair zwar nicht direkt in die Karten, hat dann aber doch irgendwo geholfen. Ende 2017, ihr erinnert euch, verschwand die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin vom Markt. Und es gab absolutes Chaos. Der Markt musste erst einmal neu geordnet werden. Und wenn man sich dort als neue kleine Fluggesellschaft clever verhält, im Hintergrund hält und nicht sofort ein Riesenstück vom Kuchen abhaben möchte, dann kommt man aus der Nummer wahrscheinlich ziemlich gut raus und genauso hat Sundair das auch gemacht und konnte dann einige Monate nach der Insolvenz der Air Berlin, gut 10 Monate danach, sogar 2 Flugzeuge aus dem ehemaligen Bestand der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft übernehmen und hat damit mal ebenso die Flotte der A320-Flugzeuge verdoppelt. Die beiden entsprechenden Flugzeuge sind mittlerweile fast 14 Jahre alt und wurden von Sundair sogar gekauft. Die Flugzeuge wurden dann von dort aus eingesetzt, wo der Reiseveranstalter sie gebrauchen und dementsprechend auch mit Passagieren füllen konnte. Das Ganze aber trotzdem mit dem Hauptaugenmerk auf eher kleinere Flughäfen hier in Deutschland. Was dann dort wieder indirekt in die Karten spielte, war die Pleite der Germania, was dann sicherlich auch ein Grund dafür war, dass man im Jahr 2019, jetzt gerade vor ein paar Monaten, eine Station am Flughafen Dresden aufmachte und dort einen Airbus A320 stationierte. Und siehe da, das funktioniert auch und im nächsten Jahr wird noch ein weiterer A320 nach Dresden kommen. Dazu betreibt Sundair mittlerweile auch noch 2 Airbus A319, knapp 16 Jahre alt und die beiden Flieger waren mal für EasyJet unterwegs. Der eine von denen, der ist mittlerweile schon bei Sundair unterwegs bzw. wurde dann direkt an TUIfly weitergegeben, die aufgrund der fehlenden 737 MAX ja einiges an Kapazitäten von anderen Fluggesellschaften gebrauchen können. Dementsprechend ist dieser A319 gerade mit einem TUI-Schriftzug unterwegs. Der zweite Airbus A319, der wird aktuell noch in Paderborn fit gemacht, soll jetzt aber dann für die Herbstferien bei Sundair an den Start gehen. Und das ist damit tatsächlich schon die 6. Maschine in der Flotte und so wie es aussieht, höchstwahrscheinlich kommt bald schon ein 7. Airbus hinzu, dann in diesem Fall der 5. Airbus A320 und zwar aus dem Bestand der Aigle Azur, einer französischen Fluggesellschaft, die mittlerweile auch insolvent ist und seit gut einem Monat am Boden steht. So ist der aktuelle Stand und das klingt überraschend gesund und gar nicht nach zu klein oder verschwindet bald eh wieder. Und das ist eine schöne Sache in der aktuellen Situation, fast schon ein bisschen erfrischend könnte man sagen. Zugegebenermaßen hat die Fluggesellschaft in den letzten Jahren auch durchaus eine ganze Menge Geld gefressen, soll jetzt in diesem Jahr aber das erste Mal ein positives Ergebnis erzielen können. Und das klingt doch schon mal ganz vernünftig. Sundair tastet sich langsam aber sicher voran, profitiert dabei indirekt vom Scheitern anderer Fluggesellschaften, aber ohne sich da jetzt großartig drauf stürzen zu müssen, sondern ja einfach dadurch, dass sie sich immer das kleine bisschen rausnehmen, was sie jetzt gebrauchen können, um selber gesund weiter expandieren zu können. Und das ist auf der einen Seite sehr sympathisch, scheint auf der anderen Seite aber auch tatsächlich einfach ganz gut zu funktionieren. Und da bleibt uns einfach zu hoffen, dass diese Kombination aus Reiseveranstalter Schau ins Land reisen und der mehr oder weniger eigenen Fluggesellschaft Sundair auch in Zukunft funktionieren kann. Und dann haben wir doch noch eine Fluggesellschaft, eine deutsche Fluggesellschaft, die von eher kleineren Flughäfen wie Dresden, Bremen oder halt eben auch Kassel-Calden erfolgreich und gewinnbringend Leute in den Urlaub fliegen kann. Und genau so soll es doch sein. Wart ihr vielleicht schon mal mit Sundair unterwegs? Ich würde mich da sehr über eure Erfahrungen mit dieser Fluggesellschaft in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön geht heute nochmal raus an Markus. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Also danke an dich und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.